Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge vom guten Witcher. Natürlich die Nummer 3, in der wir hier unterwegs sind. Und wir sind auf der Suche nach einer Hexerin. Wo ist sie denn hin? Ja, wo ist sie denn? Jetzt guck mal erstmal, was es hier noch so alles gibt. Brief an Alexandre. Deine K. Liebling. Ich schreibe dir, weil du dich bestimmt sorgst, dass ich noch zornig bin. Aber das ist dumm. Du weißt doch, dass ich nie lange böse sein kann. Ich verzeihe dir. Es ist nur deine Geheimniskrämerei. Ist es denn so seltsam, dass ich mich für deine Seuchenforschung interessiere? Ich liebe es, dir beim Arbeiten im Turm zuzusehen. Bitte gönne mir doch wenigstens dieses kleine Vergnügen, wenn du dich schon weigerst, die Resultate deiner Experimente mit mir zu besprechen. Wenn Serat dich morgen Abend nicht braucht, komm mich besuchen. Wir werden alles bei einem Glas Wein klären. Oder zwei. Oder mehr. Deine K. Okay. Gucken wir mal. Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Oh. Hierhin ist sie also verschwunden. Okay. Nein, ich will doch das Ding da angucken. Ach, das kann ich jetzt nicht mehr angucken. Na ja, gut. Wir gehen da aber noch nicht durch. Wir gehen nämlich erstmal hier runter. Wenn das Spiel mich dahin lässt, ja. Gut. Okay. Wir müssen ja erstmal kontrollieren, ob sie nicht vielleicht doch hier unten ist, oder? Also das kann ja, das ist ja... Also vielleicht und so. Und wenn nicht, dann hat sie uns hier schöne Sachen hinterlassen. Gift der Erhängten. Okay. Oh, was ist denn das? Erhöht die Zeichenintensität. Oh ja, Katze, wir brauchen immer noch diese blöde... Ja, guck mal, Gift der Erhängten. Ein Schwert, um zusätzliche Effekte im Kampf zu erzielen. Ja. Angriffskraft gegen Humanoide und Bestien. Sehr gut. Das machen wir uns auf jeden Fall schon mal. So. Und ein schönes Reparaturset. Ja, sehr nice. Ich weiß zwar nicht, wozu sie jetzt unbedingt ein Reparaturset für Rüstung braucht, aber... Ah, gut. Ja, dann gehen wir mal rein. Okay, dann tauche ich jetzt doch nochmal auf. So, so. Nett hier. ETF? Ein Schneehase! Ich hab mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein. Okay. Sie heißt also... Weiß ich nicht, Kira? Kera? Ich hätte jetzt Kira gedacht. So kenne ich die Sprechweise. Schneehasen. Hm. Aber zum Glück gibt es hier keine Knochen in der Gegend. Deswegen habe ich jetzt erstmal keine Angst vor diesen Schneehasen. Vielleicht kennt ja jemand diese Referenz. Wir haben hier also, es scheint aber nichts Besonderes an Pflanzen hier zu geben. Man muss ja mal gucken. Wenn man jetzt eh schon mal hier ist. Schöne Birken, ne? Es klingt albern, aber... Also eben schöne Birken. Also schönes Model für Birken, sozusagen. Nee, ich habe auch nicht die heilige Handgranate von Antiochia, aber die brauche ich ja auch gerade nicht. Das ist ja das Gute, deswegen ja. Ja. Also, wären hier Knochen in der Gegend, hätte ich Angst gehabt. Aber es, ja, weil wir sind in einer Höhle und es sind Schneehasen. Da ist es eigentlich nie verkehrt, so eine heilige Handgranate von Antiochia mit dabei zu haben, aber okay, gut. Es scheint sicher zu sein. Sagen wir es mal so. Finde die Hexe. Sei gegrüßt, Hexer. Sei gegrüßt, Zauberin. Hast was vergessen? Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da.
Nein, zum Leben. Dreh dich um und warte. Jetzt noch? Nachdem du uns so empfangen hast? Metz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Foltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Als wenn wir immer auf sowas aus sind. Gibt es Neuigkeiten von deinen Schwestern aus der Loge? Nein. Heutzutage dürfen wir nicht viel über die anderen wissen. Ist sicherer so. Habt ihr nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich wollte es. Viele Male. Aber ich kann nie mit Sicherheit wissen, wer mir antwortet. Oder zuhört. Stimmt wahrscheinlich. Es wird ja sehr stark Jagd gemacht auf Anderlinge, in Anführungsstrichen. Muss man vorsichtig sein. Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Nein. Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern? Nein. Ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mhm. Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen. Bücher verbrennen, Wahrsager aufknüpfen, Kräuterkundler foltern. Wie fühlt es sich an, die Dorfhexe zu sein? Schrecklich. Ist es nicht großartig, den grenzenlosen Respekt und das Vertrauen der Bauern zu genießen? Sie würden jeden respektieren, der Hämorrhoidensalbe herstellt. Du bist schon länger hier, nicht? Lang genug, um allmählich zu verrotten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich diesen Ort verabscheue. Jeden, der Hämorrhoidensalbe herstellen könnte. Pfizer entered the chat. Bayer entered the chat. Du hast dir einen seltsamen Ort als Versteck ausgesucht. Nicht ausgesucht. Im Norden machen Radovids Männer Jagd auf Zauberinnen, als sei es ein Kinderspiel. Nilfgaard kontrolliert den Süden. Wohin sollte ich fliehen? Der Imperator hält die Magier an der kurzen Leine, aber er lässt sie leben und ihrem Handwerk nachgehen. Radovid und M hier unterscheiden sich in allem. Außer in einer Sache. Sie hassen die Loge der Zauberinnen zutiefst. Und ich war ihr Mitglied. Zu einem anderen Thema. Ach, das sieht alles so übel detailliert aus. Alter, Frank. Ja. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Wir scheinen Freunde zu sein. Wir scheinen ehrlich miteinander zu sein, also warum nicht? Ich suche nach Ciri. Der Ciri. Und niemand darf davon erfahren. Verstanden? Cirilla ist hier? Das Mädchen, nach dem einst die Loge der Zauberinnen und praktisch jeder Herrscher des Festlands gesucht haben, ist hier in Velen gelandet? Und ich weiß nichts davon? Was macht sie hier? Anscheinend versteckt sie sich vor jemandem. Ich hörte, dass sie mit einer Hexe aneinander geraten ist, aber wenn du nichts weißt, sicher, dass du sie nicht gesehen hast? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Tja.
Sie hat ja jetzt gerade schon gesagt, jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Das heißt, sie weiß es wahrscheinlich gar nicht. Dann ist es wahrscheinlich eher interessanter, dass wir wissen, was er noch gesagt hat. Hat er sonst noch was über sie gesagt? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Reicht meine Dankbarkeit? Ja, komm. Was ist dein Preis heutzutage? Einige Dutzend Eier? Oder vielleicht drei Hennen? Mein Preis steigt mit jedem weiteren Wort. Bin mir nicht sicher, ob du die Informationen noch bezahlen kannst. Du bist noch reizbarer, als ich dich in Erinnerung hatte. Soll das Leben auf dem Land nicht erfrischend und beruhigend sein? Die Natur stinkt. Ach, hab dich nicht so. Verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Was hatte denn ein Elfenmagier in Velen zu tun? Nun, ich habe ihn natürlich alles Mögliche gefragt. Natürlich. Aber du weißt ja, wie Elfen sind. Er hat viel mehr Fragen gestellt als beantwortet. Na klar. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Hat er eine Nachricht für sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja. Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Danke. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Oh, es regnet anders herum. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Bitte was? Ich würde Cirilla auch gerne sehen. Habt ihr das gerade auch gesehen? ja, nee, doch, wir können aufbrechen, alles gut. Brechen wir auf. Ja, los geht's. Also irgendwas ist hier unten ganz komisch in der Höhle. Bei ihr hängt alles irgendwie zur Hälfte raus. Da wären wir. Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Und dann noch die Hasen. Finden wir es raus. Ah ja, gut, da machen die Rammler wieder ihrem Namen alle Ehre. So, und da ist auch wieder meine Visage. Und dann geht's mal los, würde ich sagen. Moment. Wir quennen mal kurz auf uns, weil wenn etwas in Höhlen auf uns wartet, dann ist es doch bestimmt irgendwie sowas, was interessant sein könnte. Und wir schieben wieder... warte mal. Wir haben jetzt hier mit dem Level 6 ja noch eins dazu bekommen. Moment. Jetzt können wir mal gucken, ob noch irgendwas hier eventuell für unseren Spielstil interessant wäre. Irgendwie nehme ich so ein bisschen das hier. Ist die aktuelle Ausdauer zu niedrig, können Zeichen mithilfe von Adrenalinpunkten gewirkt werden. Das ist, glaube ich, manchmal echt nicht verkehrt, weil Adrenalinpunkte haben wir manchmal. Wir haben noch nichts, was wir mit Adrenalinpunkten machen könnten, so unbedingt. Das hätte irgendwie ein bisschen Vorteil. Ich probiere es einfach mal. Wenn das nicht klar, also wenn das nicht interessant ist oder nicht gut funktioniert, dann können wir es ja immer noch rausschmeißen und klatschen eher dann hier, also nehmen wir das dann rüber und klatschen hier das zweite Blaue rein, dann ist die Zeichenintensität noch ein bisschen höher. Dann machen wir das eher so, aber ich will es zumindest mal ausprobieren. Irgendwas sagt mir, dass diese Quest hier wieder länger dauert. Ja. Wanderung im Dunkeln. Okay. Ich habe einfach das Gefühl, wenn wir jetzt hier schon irgendwo anders hingehen, dann noch zu einem Elfentypi, dann, naja, gibt's vielleicht Kämpfe.
Da will ich mich lieber drauf vorbereiten. Und? Kommst du? Ich bin direkt hinter dir. Ah, hast du Licht gezaubert? Das ist gut. Oh, was haben wir denn hier? Kavalierstiefel, Drakonidenöl, zidarische Kavallerie. Oh, uiuiuiuiui. Ja, okay, die ist schlechter als das, was wir haben. Ja, gut, okay, alles gut. Ja, irgendwas sagt mir, dass diese Quest länger dauert. Matthias, genau so ist es. Das ist doch die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Mhm. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport, ja. Beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Doch, wir müssen da hinterher. Ertrunkene? Fertig. Folge mir. Verdammte Portale. Ich frag mich, wo Keira jetzt ist. Okay, Keira also. Ah ja, okay. Nein, Moment. So rum. Dieses. Wieder Igni. Na toll. Ja, also irgendwie bei... Komm schon. Na, jetzt komm doch raus. Oh, was ist denn los mit euch? Und kommst du auch noch? Ja, okay. Okay. Gut, das kriegen wir wohl nicht, den Loot. Alles klar, und da ist noch einer, ne? Nicht noch. Ist hier doch keiner mehr? Aber hier ist doch noch ein Knüppel. Okay, das Spiel ist sich gerade absolut nicht einig, was es mit uns machen soll. Okay, aber gut, wir müssen da unten lang. Also auf geht's. Keira, wir kommen. Achso, der ist draußen. Wir müssen erstmal gucken, ne? Ja, wir können immer noch keine Hexe herstellen, keine Katze herstellen. Das ist so das, was mich immer stört. Können wir hier vielleicht Art drauf machen? Ne. Wir kommen da nicht lang.
Ich bin mehr als verwirrt gerade. Oh, ein Nebling. Was bist du denn? So einer. Hä? Was bist du? Achso. Warum sind hier dauernd irgendwelche roten Punkte auf meiner Minimap, die dann doch nicht da sind? Hallo. Verwirrt mich doch nicht so. Hä? Okay, ganz weird. Naja gut, wir laufen mal hier oben weiter. Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall Igni. So gut, ja, so gut. Wissen wir doch schon. Nimm mal mit. Ach, guck mal. Na, Hallöchen. Na, ja, noch einer. Wasservibe? Ja, kennen wir das schon? Luft uns mit Schlamm! Jo. Hatten wir sowas schon mal? Können wir uns jetzt eventuell die Katze herstellen? Hatte die gerade sowas wie Wasserzeugs dabei? Nein, oder? Nein, hat sie nicht. Mist. Ich hatte irgendwas beim Aufnehmen so ganz grob gelesen, aber das war anscheinend auch irgendwas anderes. Ja gut, wenn wir jetzt eh schon mal hier sind, ne? Dann Sinn, hier erstmal zu suchen, oder müssen wir jetzt eher schnell... Ich würde ja eher dort hochgehen jetzt. Andererseits ist hier noch so viel, was man sich angucken kann anscheinend. Das würde ich aber lieber eher mit Katze gerne machen, weil dann sieht man wenigstens was. Dann seht auch ihr wenigstens was. Das können wir erkennen, das geht schon. Okay. Ah, noch ein Nebling. Das Schwert haben wir gezückt. Ah, ja. Hässlicher Bastard. Komm. Na, ich bin da ausgewichen. Stirb. Bestiarium. Was können wir gegen die Neblinge eigentlich machen? Uns einfach nur schützen und Nekrophagen. Okay. Du auch Nekrophagen, ne?
Wasserweiber auch Nekrophagen. Ich glaube, wir haben Nekrophagen da, aber wir gehen erstmal. Wenn einen im Sumpf die Nacht überrascht, bleibt man, wo man ist und wartet den Morgen ab. Und zwar auch dann, wenn man bis zur Hälfte in ekelverseuchtem Wasser steht. Am wichtigsten, wer im Sumpf ein Licht sieht, darf niemals, und ich unterstreiche, niemals darauf zuhalten. Johannes Strutt, Reiseführer. Nebel ist der Feind des Reisenden. Im Wald lässt er ihn den Weg verlieren, auf See schickt er ihn in die Klippen. Doch solche Gefahren sind nichts im Vergleich zu den Monstern, die als Neblinge bekannt sind und die bisweilen in Nebelbänken lauern. Diese Kreaturen besitzen so kräftige Arme und Klauen wie serikanische Kinyals. Doch es ist ihre Fähigkeit zur Täuschung und Verwirrung, die sie so gefährlich macht. Oftmals müssen sie gar nicht angreifen, sondern treiben ihre Opfer einfach in den Wahnsinn oder in die Sümpfe und warten dann geduldig deren Ertrinken ab. Ja. Schön. Nett. So, Nekrophagen. Guck mal, das haben wir doch. Dann können wir doch einfach mal das darauf pappen. Na da. Wahrscheinlich jetzt für die nächsten 20 Angriffe oder sowas, ne? Ist das dann da so drauf? Oder wie kann ich diese Ladungen da verstehen? Da müssen wir mal gucken. Zählen diese Ladungen dann nur bei Nekrophagen, oder? Geralt! Ja? Was ist denn los, meine Jute? Hm? Was machst du denn? Geralt, tu doch was! Sie kommen denn auf diesen Löchern! Sag ein Zeichen! Lila, geh! Lila! Mach sie weg! Rattennester zerstören. Okay. Können wir hier vielleicht... Hey, sag mal, der kann sonst was machen, ne? Aber so Kleinigkeiten hochlaufen? Okay. Können wir die nur... Können wir die Monsternester nur angreifen, wenn... Ah ja, okay. Weißt du, was für Krankheiten sie übertragen? Nö, was denn? Sag mal. Geralt! Ach ja. Er hängt an Kleinigkeiten fest, ne? Kau. Danke. Ah, okay, Ding. Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie drei Steuermänner und einen Papagei haben, riskiere ich mich nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung, aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Hm. Das hier ist einfach... Nein. Das passt einfach nicht. Beeilen wir uns, ist so... Stimmt er ihr damit zu? Eigentlich, ich hätte jetzt auf Anhieb gesagt, so, ich muss wissen, was die Jagd hier macht. Weil die Jagd ist hinter Ciri her. Und Ciri müssen wir um jeden Preis schützen. Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfenmagier zu finden, nicht um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem... Sprich doch weiter. Moment. Du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Komm mit mir, dann mache ich's vielleicht. Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Yen mir leid. Wieso? Na gut, lass uns gehen. Ja, sehr gut. Vella Glam! Ja, mach mal Licht bitte, danke. Können wir hier was looten? Ich meine, es sind immerhin in Anführungsstrichen Monsternester. Nee. Okay. Gut. Pilze. Oh!
Alve Te, Larena Lunet. Das ist der Elf. Tochter der Möwe. War Gladif. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Was? Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Aber das war doch jetzt nicht für uns bestimmt und wir haben es trotzdem bekommen. Wie kann das jetzt sicher sein? Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich? Mhm. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Zirael genannt hat. Schwalbe. Bitte, wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich, und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Ja. Na gut, das ist dann schon ein bisschen sicherer. Das ist okay. Wenn man das hinter Rätseln versteckt. Ist doch ein... Warum? Geralt! Ja, du läufst gerade gegen eine Wand. Was machst du da? Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Erscheinungen. So, Moment. Erscheinungen. Geisteröl. Okay, Geisteröl hieß das Ding. Haben wir das? Ah, das haben wir. Das ist doch super. Klong. Traumhaft. So. Haben wir jetzt Geisteröl drauf? Weil da unten sind Geister. Macht Sinn. Vorsicht. Dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe den Vorteil auch so an. Rizimir hat mir mal erzählt, dass er üblich an solchen Pilzen ist. Jetzt. Oh, der hat schon wieder sein Schwert nicht gezogen. Ich habe dreimal auf Schwert geklickt, aber der hat in keinster Weise aufgemacht. Nun? Ich weiß, dass es auch wieder wegsteckt, wenn man... Ne? Das weiß ich auch, aber er hat es ja gar nicht gezogen gehabt. Zumindest habe ich es nicht gesehen, dass es gezogen hat. Glanz. Warte mal, Glanz hatten wir das nicht mal als Rezept? Warte. Trinken mal kurz was. Glanz. Das ist ein Silberschwert. Okay, aber ja, unseres ist besser. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Ich will jetzt nicht zu viel umschalten, ne? Deswegen lasse ich das jetzt hier erstmal auf Igni drauf. Obwohl wir natürlich hier für die erstmal einen Irrten machen müssten und sowas, aber wir kommen relativ gut gegen die an. Von daher. Müssen wir jetzt
Keira? Keira? Müssen wir die jetzt führen oder folgt die. Also führt die uns? Nee, ne? Die folgt uns einfach nur die ganze Zeit. Okay, dann ich suche nochmal schnell hier ein bisschen was. Gucke. Eine Schwalbe. Wir sind offenbar richtig. Ja, aber wenn wir hier richtig sind, dann muss ich nochmal dahinter. Tut mir ja leid, ich bin furchtbar, ich weiß. Das müsst ihr mir nicht erzählen, das weiß ich doch. Das ist aber nicht das, wo wir gerade waren. Verbessertes Bestienöl. Warte mal, können wir das eventuell schon herstellen? Nö. Weil Büffelgras fehlt uns noch. Ansonsten könnten wir das. Oh, sehr gut. 25%. Nice. Statt 10 ist das schon richtig gut. So, also. Da unten hängt Kaira rum. War das hier hinten? Ja, genau, genau. Wie ist das Wasser? Nass. Du weißt nicht, was du verpasst. Oh, okay. Nett. War hier drüben nicht auch noch eins? Hä? Moment. Da waren doch zwei, oder? Hab ich das falsch gesehen? Interessanter Grafikfehler. Jetzt sind wir hier wieder woanders. Schön, schön, schön. Scheiße. Was? Ah. Na super. Da an dem Stein fest. Okay, eine Falle. Aber haben wir gut gemeistert. Sehr schön. Schöner Loot. Schön, schön, schöner Loot. Aber das habe ich gar nicht alles mitgekriegt, was wir da jetzt machen können. Das, ja. Gleich mal kurz gucken. Geralt? Könntest du... Danke. So, warte mal. Absuden? Da auch nicht. Erstmal herstellen. Das kann ja nicht schlimm sein, erstmal, ne? Wenn wir sowas herstellen. Was haben wir hier? Mutterkornsamen. Drakoni. Wir sollten wirklich alle Öle mal machen und am besten auch verbessern, wenn es geht. Weil gerade 25% Angriffskraft, das heißt ja nicht Schaden, glaube ich. Ich glaube, es ist nicht 1:1 übersetzt, aber 25% Angriffskraft? Plus, einfach mal so.
Das kann schon gut was ausmachen am Ende. Sag mal hier. Nö. 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 Okay, Rüstung. Nö, nö. 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 Okay, gut. Dann nicht. Komm, Kera. Was hängst du denn hier da und so rum? Schickst du uns doch wieder woanders hin. Also es ging doch eigentlich da hinten lang, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Eigentlich hier. Verstehe nicht, warum das Ding uns jetzt woanders lang geführt hat, aber... Kommst du? Komisch, dass hier aber keine Gegner gerade sind. Scheuklappen. Warte mal. Habe ich das gerade richtig gesehen? Sofort anlegen. Auch wenn Plötze jetzt gerade nicht da ist, aber das ist egal. Warte mal. Irgendwas ist hier, ne? Sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Mhm. Aber hier geht's kreisförmig. Das kannst du mir doch jetzt nicht erklären, dass hier nicht irgendwie wieder Arena oder sowas. Die Forte Sole Seria. Sirai. Die Forte Sole Seria. Mhm. Einzelne Kelpie. Kelpie? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Ciri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Natürlich sollen wir das. Vella Glan! Sire, ni forte sole seria. Einzelne Kälte. Also, es würde für mich bedeuten. Was das alles bedeutet. Guck, da unten ist eine Schwalbe. Hastig mit Kreide hingekritzelt. Ein Seeungeheuer. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Geralt, was zum Henker ist das? Das sind wir. Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Oh Gott. Du machst das oder soll ich mit? Oder? Aua! Meinst du, das ist eine Art Spiel mit dem Verstand? Du weißt schon, ob man sich selbst besiegen kann und ob man das will. Vielleicht halten sich diese Erscheinungen ja für real. Tut mir leid, ich kann deine Zweifel nicht teilen. Ich weiß genau, welche von euch ich bin. Jetzt konzentrier dich aufs Kämpfen. Immer wieder den sein blödes Schild. Ein Jagdhund. Ich sehe keine Verbindung zu Kelpie. Ja, muss ich. Geralt, ist alles in Ordnung? Ja, passt schon. Kann man so sagen. So, gut. Haben wir so einen Hund angegrabbelt. Der Hund will auch nichts von uns. Schön. Ja, also ich würde schätzen, weil da unten, ne, ist ein Pferd, geht's da runter. Aber das sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Ist doch völlig klar. Wer hätte denn gedacht, dass jetzt hier sowas Langes dabei rauskommt? Der blutige Baron so, ja, die geht eigentlich nicht zu Leuten, die sie nicht kennt. Ja, anscheinend war sie ja auch nicht hier, aber wer konnte denn ahnen, dass jetzt so eine lange Questreihe daraus wieder wird? Oder so eine große Quest, die einfach Ewigkeiten dauert? Kranker Scheiß. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen. Cheerio.